Sie hängen am Seil und an der Stromleitung. Fahren den Berg hoch und treiben auch die Stromrechnung in die Höhe. Die Seilbahnen. Das stimmt so nicht, meinen die Seilbahner. Sie seien keine Energieverschwender. Wir schauen uns die Zahlen an. Pro Jahr fließen 0,75 Terawattstunden durch die Stromleitungen der Seilbahnen und der Beschneiungsanlagen. Das ist so viel, wie alle Haushalte im Bundesland Salzburg jährlich an Strom verbrauchen. Insgesamt machen die Seilbahnen 1,2% des Stromverbrauchs in Österreich aus. Klingt sehr wenig. Auf der anderen Seite sind 1,2% 850 Gigawattstunden. So viel produziert auch das Donaukraftwerk Wien-Freudenau in einem wasserarmen Jahr. Oder 100 Windkraftanlagen. Also 1,2% klingt wenig, in Summe ist es aber sehr, sehr viel. Der Strom wird immer teurer und auch ein schlechtes Image kann teuer werden. Das wissen auch die Seilbahner und dafür haben sie jetzt diese Lösung. Sie wollen selbst Strom erzeugen, und zwar aus Wasser, Wind und Sonnenenergie. Wenn man zum Beispiel bedenkt, dass unsere Beschneiungsanlagen zwischen 250 und 500 Stunden im Jahr in Betrieb sind, die restliche Zeit steht die Anlage. Die kann man sehr gut umfunktionieren zu einem Kleinkraftwerk. Und das geht so. Im Winter holt die Pumpstation Wasser aus dem Speicherteich und dem Bach. Über diese Leitung verteilt die Pumpe das Wasser zu den Schneekanonen am ganzen Berg. Das Ergebnis? Schnee. Im Sommer wird die Leitung etwas länger. Sie verläuft jetzt auch zu einem Kraftwerk. Das Wasser wird am Berg gefasst und rauscht dann über die Leitung runter durch die Turbine. Das Ergebnis? Strom. Die Bergbahnen See in Tirol produzieren so mit ihrem Kraftwerk im Jahr rund 12 Gigawattstunden Strom. Damit ließe sich eine kleine Stadt ganzjährig versorgen. Neben der Wasserenergie wollen die Seilbahner auch vermehrt Sonnenenergie nutzen. Schmittenhöhe hat jetzt zum Beispiel die ganze Fassade der Glöcknerbahn mit Photovoltaik ausgerüstet und sind auch in der Lage, da sehr, sehr große Kilowattstunden an Ersparnissen zu erzielen. Am Pitztaler Gletscher gibt es auf 3000 Meter Seehöhe sogar schon ein Photovoltaikkraftwerk. Das produziert im Jahr fast 1,5 Gigawattstunden Strom und deckt damit einen großen Teil des Stromverbrauchs im Skigebiet ab. Die Solarzellen könnten auch auf Lawinenverbauungen angebracht werden, so die Idee der Seilbahner. Energie und Schutz also quasi in einem. Windräder gibt es noch keine in den österreichischen Skigebieten. Aber auch das könnten sich die Seilbahner vorstellen. Allerdings sollten diese neben einer Seilbahnstation stehen, damit das Landschaftsbild nicht gestört wird. Ja, jeder Versuch, Strom selbst zu erzeugen, ist gut und positiv zu sehen. Man muss halt nur schauen, ob es ein grünes Mascherl ist oder nicht. Im Endeffekt geht es darum, auch wirklich namhafte große Mengen Strom selbst zu erzeugen. Und diese großen Mengen können die Seilbahner gerade im Winter noch nicht erzeugen. Wenn die Schneekanonen laufen und alle Lifte fahren, bleiben die Seilbahner abhängig vom Strom aus dem öffentlichen Netz. Anders sieht das aber im Sommer aus. Hier brauchen die Seilbahner weniger Energie und könnten Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Für diesen Handel gibt es auch ein System, nämlich Energiegemeinschaften. Bei einer Energiegemeinschaft schließen sich, wie der Name schon sagt, mindestens zwei zusammen. Das können Privatpersonen sein oder Gemeinden, aber auch kleine und mittlere Unternehmen oder Vereine. Gemeinsam handeln sie untereinander Strom, und zwar zu einem Preis, den sie selbst vereinbart haben. Genau das wollen die Seilbahner vermehrt umsetzen, in ihrem Fall mit ihrer jeweiligen Gemeinde und den lokalen Unternehmen. Das würde Sinn ergeben, meint Energieexperte Angerer. Denn ohne Seilbahnen würde es nicht gehen. Sie sind einfach das Fundament des Wintertourismus in Österreich und so gesehen natürlich wichtig. Und vielleicht ein bisschen wichtiger, wenn sie nicht nur Energie verbrauchen, sondern auch welche liefern.